Als Jörka und ich dieses Wohnhaus betraten, ahnten wir nichts Böses. Wir trauten unseren Augen kaum, denn hier war wirklich alles noch an Ort und Stelle. Kaum vorstellbar, welch trauriges Schicksal hier wohl hintersteckt. Oh mein Gott, ich bin gerade total geknickt. Diese beiden Fotos hier sind beide in diesem Raum entstanden. Oder vielleicht doch eine Tragödie? Jörka? Ja? Hier liegt eine Waffe. Wir waren der Geschichte des Ortes auf der Spur, bis es passierte. Ja? Ohne Mischen. Ja, wir kommen doch. Doch als wäre das nicht schon genug, kamen wir auf einmal nicht mehr raus. Der hat uns einfach eingesperrt jetzt. Der hat uns einfach eingesperrt jetzt, ja. Und saßen jetzt in der Falle. Wie kommen wir denn hier raus? Hallo? Wie kann man uns denn so einsperren? Das geht ja gar nicht. Man hat uns hier eingesperrt. Haben wir Pech gehabt? Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu dem wahrscheinlich aufregendsten seit langem. Wir befinden uns mitten, also ich betone mitten im Wohngebiet, überall Nachbarn, überall Autos an der Hauptstraße, in einer, ja, absoluten Zeitkapsel, wie man immer so schön sagt, kurzen Überblick verschafft und jetzt einfach mal startet, bevor wir hier noch erwischt werden, ne? Und ich bin mit Jörka unterwegs, immer noch on Tour. Und ich würde sagen, wir legen einfach los hier, bevor jetzt hier, ne? Kimi, wir müssen starten. Wir müssen starten, Leute. Das könnte hier eng werden. Das ist der absolute Oberhammer. Also, ich fange jetzt hier einfach mal an. Raum Nummer 1. Seht selbst. Raum Nummer 1 ist eine Zeitreise, die ich gar nicht beschreiben kann. Alleine die Nussknacker hier, die hier oben drauf stehen. Ich bin mal wieder sprachlos, Leute. Ihr merkt es, ich stammel mir hier einen zurecht. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Diese Schränke hier. Oh, guckt mal, es ist einfach alles noch, wie es war. Hier dieses Sofa. Hier haben die Leute damals in der Wohnstube gesessen. Das Telefon, einfach alles. Oh, draußen gehen jetzt Leute lang. Oh, Leute. Egal, ich bin auf einer guten Höhe. So, hier ein ganzer Schrank voll mit Gläsern. Hier ist nicht ein bisschen Vandalismus, gar nicht. Alles nur natürlicher Verfall. So wie ein Lost Place sein sollte. Und es ist wirklich eine absolute Zeitreise. Ich komme nicht drauf klar. Einfach alles unberührt. Auf dem Tisch, leider kaum lesbar, von einem Datum. Ich finde hier leider nichts. Nee, Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Ich kann hier gar nicht alles so zeigen, weil ich auch so abgelenkt bin von draußen. Also einfach, allein schon dieser Raum ist doch schon absolut Wahnsinn. Gehen wir mal hier rüber. Was haben wir hier? Warst du das gerade? War die Tür nicht auf hier? Welche Tür? Die Tür hier? Nee, ich habe hier nämlich gerade was aus dem Raum gehört. Ja, war die Tür nicht auf? Wir waren noch da drinnen zuerst. Warte mal, welche Tür meinst du jetzt? Nein, nein, nein. Du hast fast nämlich gerade in dem Raum, wo ich gerade reingeguckt habe. Okay, gut. Oh, Leute, nee, das ist ja aufregend. So, da drüben, durch diese Gardine durch, ist der Nachbar. Direkt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ist das Wahnsinn oder ist das Wahnsinn? Oh, Jörka? Jörka? Ja? Hier liegt eine Waffe. Quatsch. Auf dem Bett. Hier liegt eine Waffe. Ach du Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Ich guck mal, ob sie schwer ist. Oh nee, ist wahrscheinlich aus Plastik. Alter. Spielzeug? Ja. Alter. Sag mal her. Ja, Spielzeugwaffe, ja. Freunde. Oh Gott, einen Schock gekriegt. Sag sorry. Mal. Ich dachte jetzt schon hier, Skandal. Oh, Wahnsinn. Oh, Leute, tut mir leid für den kleinen Schocker jetzt hier, aber. Oh, hier, auf dem Schaukelstuhl die Bibel. Bisschen mysteriös. Gucken wir mal, wie es in den Schränken aussieht. Alter Falter.
Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Hier sind einfach alle... Alter, wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Ich frage es mich immer wieder, wenn ich mal gucke. Die Schränke sind alle voll. Alle. Wahnsinn. Hier im Eck steht ein Koffer. Nutzungsbereit. Hier dieses Boot, das sehe ich öfter in Lost Places in letzter Zeit tatsächlich. Und Leute, ich kann es immer wieder sagen, Weihnachten. Es weihnachtet sehr in verlassenen Orten. Immer ist es Weihnachten. Hier stehen wieder überall Schwibbögen und ach, es ist einfach unbeschreiblich, warum immer Weihnachten die Leute ihre Häuser verlassen. Ja, ich bin die ganze Zeit voraus. Ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren. Komm, wir ziehen das Ding hier durch jetzt. Okay. Hier ist noch ein kleiner Raum. Und wie ihr seht, da steht wieder der Schwibbogen im Fenster. Boah, der Boden hier, ne? Der ist auch nicht mehr ganz knusper. Oh, hier liegt ein Kalender von November 1998. Leute, ist das nicht der Wahnsinn? Was ist hier passiert? Oh, dann kommt man wieder in diesen Raum hier. Wahnsinn. Aber hier seht ihr auf jeden Fall, Schimmel ist gut fortgeschritten. So, hier gegenüber befindet sich ein leider sehr durchgenudeltes Zimmer. Wer weiß, was das mal war? War es wahrscheinlich auch irgendwie ein Kinderzimmer oder ein Zimmer. Wir wissen ja noch nicht, ob Kinder im Spiel waren. Und hier sind Fotos. Seht ihr das? Ganz viele Dias, oder wenn man das so nennt. Ganz viele. Oh, ein ganzes Set voll von Fotos der Familie sicherlich. Alte Schuhe. Oh, Wahnsinn. Guckt euch einfach nur mal den Raum an. Ich kann es nur zeigen. Hier auch ein Spiegel. Wieder so. Es sind irgendwie immer diese faltbaren Spiegel, ne? Ihr kennt es sicherlich. Es ist irgendwie in jedem Lost Place in letzter Zeit. Ist euch das mal aufgefallen? Also mir ist es aufgefallen. Wahnsinn. Ich kann gar nichts sagen. Hier, so ein Koffer. Ich will ihn nicht öffnen, weil er ist schon kaputt gebrochen, leider. Da sind bestimmt auch ganz viele, ja, Schminkutensilien drin oder sowas. Oha. Oha, da hängt sogar noch ein Geweih. Wow, hier ist ein alter Ofen. Und hier liegen, sind das Autoteile? Ich kann es euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall seht ihr hier den Verfall des Hauses, der leider auch nicht aufhört. Und hier wieder ganz viel Weihnachtskram. Leute, es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Weihnachten. Also das ist ja hier wieder unfassbar. Ich kann es nicht oft genug sagen. Also was hier wohl wieder mal passiert ist, ich habe keine Ahnung. Aber, oh, jetzt fällt mir erst auf. Guckt mal. Da hängen auch noch eine Menge Geweihe. Dass das noch hängt. Wahnsinn, also von dem Anblick wieder Richtung Flur. Guck mal, alleine dieser Schrank hier. Allein dieser Schrank ist schon eine Naturgewalt, wenn ich das so sagen darf. Hier stehen die Schuhe noch parat für Richtung Dachboden. Hallo? Ja? Ich habe hier gerade was gehört. Oh, ich bin erschrocken. Oh. Ah, hier wurde mal Wäsche aufgehangen. Hier hängt sogar noch ein Schlüpper. Guckt euch das an. Der hängt hier einfach noch. Guck mal, die großen Glasbehälter. Ich muss hier mal kurz drauf. Oha.
Ja, hier waren auf jeden Fall damals die Kleidertrockner-Etage sozusagen. Und wenn ihr wisst, was das ist, was die hier aufgehangen haben, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht haben sie Kräuter getrocknet und nie abgehangen. Ich habe leider keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr es wisst... Oh, okay. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, jetzt bellt hier natürlich die ganze Zeit ein Hund, der uns nämlich gesehen hat und jetzt nicht mehr locker lässt. Der ist die ganze Zeit am Bellen hier. Aber guckt mal, Leute. Das Haus ist auf jeden Fall auch leider von Mutter Natur schon ziemlich mitgenommen. Schade. Direkt erstmal bei den Nachbarn am Fenster vorbei. Hier war die Eingangstür, wie ihr seht, die wurde schon seit Jahren nicht mehr geöffnet. Und hier hat jemand Mineralien anscheinend gesammelt. Jedenfalls sieht es so aus. Aber hier waren auch schon wieder die Knabberer am Werk. Ich weiß nicht, wie die heißen hier, die hier immer in Holz sich reingraben. Die Würmchen. Ja, die waren hier am Werk. Und hier war anscheinend eine separate Wohnung, weil das ist hier so ein richtiger Wohnungseingang. Und da geht es nochmal runter in den Keller. Aber erstmal gucken wir mal hier. Okay, Kühlschrank im Flur. Auch ungewöhnlich. Oh, warte, muss ich meine rechte Hand benutzen. Oh, Freunde. Wir haben Glück. Was haben wir hier Schönes? Sauerkirschkonfitüre? Das kann man sicherlich nicht mehr lesen. Aber ich meine hier Ananas lesen zu können. Boah, das stinkt. Das stinkt. Aber ordentlich stinkt das. Was haben wir hier Schönes? Ach du Scheiße. Rügenwalder. Die gute Rügenwalder. Eieiei. Oh, Leute. Wenn ich durch den Mund atme, schmecke ich es richtig. Ich freue mich. Ich freue mich. Endlich wieder ein stinkender Kühlschrank. Ist was drin? Ja. Was haben wir hier unten? Ne, das sieht leer aus. Gefrierfach. Alter. Guck mal, hier ist einfach ein Schrank in der Wand. Das habe ich aber auch noch nie gesehen. Mit ganz vielen Putzmitteln. Oh, und hier ein Stepper, den habe ich gerade gar nicht für wahrgenommen. Bisschen Sport treiben. Ist nicht schlecht. Ja, hier sind ganz viele Putzmittel drin. Schauma, Nivea. Irgendwelche Tüten. Hier war die alte Waschmaschine. Liegt noch Wäsche drin? Nee, tatsächlich nicht. Oh, und hier ist auch noch mal ein kleiner Schrank. Ah, das war so ein Badschrank mit Spiegel. Ah, guckt mal, Leute. Eindeutiges Indiz, hier haben ältere Personen gewohnt. Das ist so ein Toilettensitzhilfe sozusagen, die da drauf ist. Und hier der obligatorische Duschhocker, ne? Dass ja, die ältere Dame oder der ältere Herr nicht die ganze Zeit stehen muss mit so einer Hilfe. Also eindeutig auf jeden Fall ältere Leute, ja. Das erklärt wahrscheinlich auch wieder, warum das Ganze hier mal wieder fluchtartig, in Anführungsstrichen, mehr oder weniger freiwillig, denke ich, verlassen worden ist. Oh mein Gott. Also ich dachte ja schon, oben war ein krasses Wohnzimmer. Aber das ist ja mal... Oh, ich höre draußen Leute. Egal. Okay, wo fangen wir an? Ey, hier liegt sogar noch Glitzerschmuck. Glitzerschmuck und der wurde noch nicht geklaut. Das ist der Wahnsinn. Dass das hier alles noch liegt. Die Geldbörse hier. Wozu ist denn eigentlich, das müsst ihr mir jetzt mal erklären, wozu ist eigentlich hier dieses Gelbe für die Brille da? Weiß ich gar nicht. Ja, also ich weiß nicht, hier in den Schränken wird sicherlich auch alles rappellvoll sein. Für Waldoma und Waldopa steht auf dem Brief. Ach Gott, die Kinder, die Enkelkinder haben einen Brief geschrieben und die verrotten jetzt hier alleine. Ach, Wahnsinn, guckt mal hier. Guckt mal hier. Hier ist eine Hexe und ganz viel anderes Kleinkram. Ah, hier oben sind Familienbilder. Kleine Enkel. Hier, das ist hier im Raum. Da in der Ecke ist genau dieses Bild entstanden. Oma und Opa mit Enkel. Oh Gott, das ist sehr traurig. Das ist super traurig. Oh mein Gott, ich bin gerade total geknickt. Diese beiden Fotos hier sind beide in diesem Raum entstanden. Stolze Oma und Opa mit ihren Enkelkindern haben hier gesessen. Wahnsinn. Hast du das gesehen, die Bilder? Die sind genau in dem Raum entstanden. Stolze Oma und Opa mit ihrem Enkelkind. Ist das eine krasse Location oder was? Es ist mal wieder krass traurig. Timmy, mit dir erlebe ich geile Sachen. Okay. So.
Das war ich. Ja, ehrlich? Ja. Guck mal allein die Lampe hier. Das ist doch der absolut helle Wahnsinn. Oder etwa nicht? Wow. Was befindet sich in diesem Koffer? Oh. Oh. Keine Ahnung. Es klingt ja, als würde gerade ein Nachbar einparken. Nee, okay, er fährt weg. Gut, gucken wir uns weiter den Koffer an. Ah, krass. Ja, hier haben sie gesessen. Ihre Zeit verbracht. In dem Sessel. Mit Oma gesessen. Mit Opa. Radio angemacht, ja. Oder vielleicht ein bisschen ferngeschaut. Zusammen mit der Familie. Und hier ist die Küche. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Hier haben sie gekocht, geleibt und gelebt. Hey. Ja? Wurde erwischt. Ehrlich jetzt? Ja. Wo denn? Ja, klopft draußen. Ehrlich jetzt? Ja. Hat er irgendwas gesagt? Kommt raus hier. Okay. Gut. Okay. Ja, wir kommen doch. Ja? Ja? Komm, lass uns mal rausgehen, ja. Bevor jetzt hier noch weiter geklopft wird. Eingesperrt. Verlassen? Ja. Oder? Was ist das so? Ja. Wie sollen wir denn hier rauskommen, wenn er uns eingesperrt hat? Hat er uns jetzt ernsthaft hier eingesperrt? Ja. Der hat uns einfach eingesperrt jetzt. Der hat uns einfach eingesperrt jetzt, ja. Gut, dann suchen wir uns einen Ausgang. Ist da jemand? Hallo? Ja, aber finde ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also... Das macht man nicht. Ist ja okay, ja, okay, wir sind hier drinnen, obwohl wir es nicht sollten, aber ich habe ihn am Fenster auch nicht gesehen. Oder sie, ich weiß ja nicht. Das ist jetzt auch nicht gedreht, ne? Guck mal, ich glaube, wo ist er denn? Wollen wir uns auslassen hier? Spinnt er oder was? Ey, Schätze, er ruft jetzt die Polizei. Aber wie kommen wir hier raus denn? Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Hier, guck mal, wenn du den Schutt wegmachst, kannst du die Tür bestimmt öffnen. Zieh doch mal ordentlich dran. Ich habe keine Kraft. Wir werden jetzt erstmal Karte wechseln, bevor jetzt hier wirklich Polizei kommt. Ja, Leute, ne? Sorry wegen den bestimmt schlechten Bedingungen von Licht etc. Aber ich musste jetzt hier erstmal ein bisschen was wechseln. Ja, keine Ahnung. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen, ob der uns jetzt hier einfach reinfährt. Und, der wird bestimmt die Polizei holen und ja, da können wir aber auch nicht kooperieren, ne? Hallo? Hallo? Oh, das ist doch wohl unfassbar, oder was? Wie kann man uns denn hier so einsperren, ey? Hat gerade jemand was gerufen? Hallo? Wie kann man uns denn so einsperren? Das geht ja gar nicht. So, jetzt reicht mir das hier. Jetzt hat aber auch noch so die Faxendecke hier, Freunde. Weil das geht ja gar nicht. Ich meine, bei aller Liebe, ne? Rauskommen hier. Wie sollen wir denn rauskommen hier, wenn ihr uns einsperrt? Ich habe gar nichts gehört, ich habe nur das Scheibenklopfen gehört. Ja, wir haben uns an die Scheibe geklopft. Ich habe ja auch noch gerufen, ja. Aber er antwortete ja nicht. Steht jetzt hier irgendwo ein Auto?
Freunde, also das hatte ich auch noch nie. Wir wurden einfach im Lost Place eingesperrt. Wollen ist er jetzt einfach weg oder was? Was? Vorhin ist er jetzt einfach weggegangen oder was? Na, der holt die Polizei. Ja, aber was ist denn sein Problem? Er kann auch einfach mit uns sprechen und sie nicht einsperren. Ich glaube, er was sagt. Kommen wir hier nicht raus? Doch. Hier ist zu hoch. Na, ich hole dich jetzt raus, ne? Ich klettere irgendwo raus und hole dich dann raus. Er würde sie nicht auf mich warten, ne? Ich kann nur hoffen, dass er hier... Ich muss einen Raum finden, wo noch ein ist. Dass er hier nicht irgendwo mit einem Ballermann steht oder sowas. Weil das geht ja gar nicht. Das ist ja... Aber was ist denn hier? Kommen wir hier nicht raus? Kann man wahrscheinlich nicht weit genug aufmachen durch das Geländer. Nee, durch die Treppe auch nicht. Es geht gar nicht auf. Scheiße, die. Das ist eine. Hier kannst du nicht durchklettern. Das ist schwer. Komm mal runter, ich höre Stimmen. Okay. Da, oder? Oh. Ich höre auf jeden Fall jemanden. Da. Da stehen welche. Hallo! Klopf mal an der Scheibe. Ich habe ihn hier vorne mal stehen sehen. Geht gar nicht, habe ich mir verstanden. Die standen hier gerade. Hier ist er wieder. Ruf ihn mal. Hallo? Der Ehe, jetzt steht er hier vorne vor der Tür. Hallo? Ist der schwer ruhig oder was? Hallo? Hey! Hallo? Ja? Mach mal bitte die Tür auf wieder. Da, wo die Betonklötzer stehen, und dann möchten wir uns auch mal gerne darüber unterhalten, aber wir müssen ja irgendwie rauskommen hier. Ich hab nichts gemacht. Geht mal bitte nach hinten beim Tor, wo die Bordsteine vorstehen. Man hat uns hier eingesperrt. Haben wir Pech gehabt? Wir wollen mit euch reden. Lasst uns doch, kommt doch mal rum und dann können wir doch reden miteinander, was los ist. Aber so geht's ja auch nicht, dass man uns hier einsperrt. Doch, der Herr hat die Worte davor gestellt. Wir kommen nicht mehr raus. Wir wollen reden. Wir wollen einfach nur reden. Kommt ihr nach hinten und macht bitte auf. Er steht hier am Fenster links. Kommt ihr mal bitte hin und macht ihr mal bitte die Tür erstmal auf. Die du hinten abgesperrt hast mit den Bordsteinen wieder. Ihr habt uns eingesperrt, hinten auf dem Hof. Na, na, na. Genau, lass uns mal draußen reden bitte, aber wir kommen ja nicht mehr raus, man hat uns eingesperrt. Hört ihr uns? Könnt ihr uns rauslassen, bitte? Weil das Freiheitsberaubung auch ist. Ja, dann lasst uns doch bitte raus. Lasst uns doch mal bitte kurz raus und wir reden miteinander. Wir sind doch friedliche Menschen. Lasst uns doch bitte mal raus. Das geht ja gar nicht. Na, wer hat denn die scheiß Hände hier vorgestellt? Ohne Frechheit oder was? Wir sind in friedlicher Absicht hier, wir wollen nichts Böses. Wir sind ein Pärchen, wir sind ein Urbex-Pärchen, wir machen Fotos. Ja, es ist verboten. Richtig? Also? Ja. Genau. Ist das Ihre Unschuld? Ja, dann tut uns das leid. Sie haben ja gesehen, Entschuldigung, dass ich gedutzt habe, Sie haben ja gesehen, das war jetzt. Wir wollten es jetzt nicht kaputt machen. Wir sind hier durch die Tür rein und dann hat man irgendeine die Border davor gestellt. Es ist komplett nicht verboten. Ich habe jetzt euer Licht gesehen. Ja, es ist komplett nicht verboten. Wir wissen, dass das verboten ist. Aber wir haben euch nicht eingesperrt. Das ist meine Freundin und wir haben zusammen das Hobby Lost Place. Es ist nicht in Ordnung. Ihr habt uns jetzt erwischt. Das ist jetzt eure Entscheidung, was ihr natürlich macht. Alles klar. Wir wollten ja auch rauskommen. Wir wollten ja auch rauskommen, aber der hat ja uns ja nicht verstanden, höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, die Kommunikation war schlecht. Wir sind gleich. Also ich wollte das jetzt auch nicht kaputt machen, aber. Wir haben gedacht, ihr seid hier irgendwie. Wir haben auch Angst, dass sie irgendwie verrückt sind. Wir machen es mal zu dann. Es ist neu, dass die Tür überhaupt. Pass auf, guckt bitte. Die war bei uns stand gar nichts hier.
und die Tür ist auf gewesen. Und jetzt. Wir haben das erste Mal gestellt. Wir haben die Tür nur rein. Wir sind jetzt alle drei einfach runter, weil wir nicht gesehen. Da war die Tür. Und das ist auch komplett. Ja, wer hat uns denn hier eingesperrt? Wir sperren uns ja nicht selber ein. Ja, ich war hier oben bei ihm. Und da haben wir gucken mal, ob das Fenster zu ist, wo du meinst, wo sie mal drin sind. Ja, siehst du. Ich habe erst gedacht, das sei oben zu diesem. Ich räume das erstmal auf, da wie sie sagt. Mach dir aber recht zu, wie das war hier. Machst du was zu. Nochmal. Wir entschuldigen uns dafür. Alles gut, ich habe euch verstanden. Es ist unser Hobby. Und das Risiko, erwischt zu werden, ist natürlich da. Wir haben auch keine bösen Absichten. Wir haben keine bösen Absichten, wir klauen nichts. Ihr könnt uns auch gerne auch noch mal durchsuchen, wenn ihr wollt. Ja? Ja. Und gut ist. Dann vielen Dank. Wir haben eben auch Panik gekriegt. Aber auf einmal war dann die Tür zu. Wir haben auch Panik gekriegt. Ja, hier sind da Schrauben drin gewesen, da. Die haben sie irgendwie aufgeschraubt. Das sieht man ja. Haben die mitgequetscht? Ja, wahrscheinlich letzte Zeit öfter. Das sind halt schon Leute hier gewesen, die ihr Zeug ausreißen. Nee, das ist nicht unser. Wollt ihr reingucken? Wir haben wirklich alles gut. Wir können uns wirklich durchsuchen. Wir sind wirklich. Macht wieder zu und alles gut. Wir machen das wirklich hobbymäßig. Ja. Und wir haben eben natürlich auch Panik gekriegt, weil man uns gedacht hat, man hat uns eingesperrt. Ja, deswegen haben wir euch jetzt gerade nicht verstanden, dass ihr euer Problem ist. Nee, wir haben nämlich hier gerade jetzt laufen. Wir haben ja gesagt, da müsst ihr reingekommen sein. Ja, hier. Wir wollten wieder raus. Hier sind wir reingekommen. Wir können ja über mal gucken. Es ist ja, glaube ich, nichts weiter auf. Ja, aber wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Haben wir ja gesagt, da müsst ihr auch reingekommen sein. Genau, und hier, als wir das Klopfen getan haben, wollten wir gleich raus. Wollten rauskommen. Wir hier raus, aber da kamen wir ja nicht raus, das war das Problem. Und dann haben wir geguckt, wo sie sind, damit wir Kommunikation aufnehmen können, aber irgendwie. Gut, dann entschuldigen wir uns nochmal, dass wir ihr Eigentum betreten haben. Ja. Ja? Und vielen Dank. Gut, dann danke nochmal, ja? Und tschüss. Danke. Tschüss. Leute, wir befinden uns jetzt gerade an einem anderen Ort, am Auto. Wir mussten jetzt erstmal raus. Ihr habt alles gehört, alles gesehen. Brenzlige Situation, hätte ausarten können, aber auch nicht. Also weiß ich nicht. Ich setze dazu jetzt keinen Kommentar. Macht euch euer eigenes Bild, was ihr jetzt davon haltet, wie die jeweiligen Personen reagiert haben. Das ist jedem selbst überlassen, was er jetzt davon denkt. Aber es war auf jeden Fall spannend. Es tut mir leid, ich konnte euch nicht alles zeigen. Der Keller war noch geil, als wir durchgelaufen sind. Ein, zwei Räume konnte ich euch nicht zeigen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war trotzdem eine kleine Zeitreise. Und der Jocker, der ist hier schon fleißig am Zusammenpacken bzw. am Sortieren, am Akklimatisieren. Schaltet auf jeden Fall nächstes Mal wieder ein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo bei Jörgen und bei mir. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Abenteuer wieder. Macht's gut.